one man has to gather forces with one man to defeat one guy in one epic adventure this summer. Du hast dich am Metal-Rap blamiert, weil du gegenwärtig auch verlierst. Nietzsche sieht dich an und glaubt dann an die Existenz von mir. Du wirst dir niemals heute die Krone tragen, bis ich 90% Bizeps, sondern 90% Alex. Mit Vogelperspektive wirst du irgendeinen treffen, das ist Real Talk, denn wir sind sehr weit über deinem Level. Brechst du weiter solche Lines, da bist du fort zu verlieren. Aus deiner Sicht betrachten ist dann eher Forstperspektive. Du hast den Anschein von den Süßproblemen, denn dieser Scheiß bringt dich zum Zittern wie die Tasse von dem Crew-Kollegen. Ist der Beat nicht gut, wird er halt verdoppelt. Bläst der Line nicht gut, nimmst du deine Taschen vor. Hi, ich bin Zachary, ich schrei wie der Pitch, denn so denken die Leute, ich hätte ein Highlight gekickt. Hab 1000 Katzen im Beat und 100 Katzen im Bart, denn so klingt es, als hätte ich ne Pointe gehabt. Beim Cutten bist du ausgerastet, doch dein Text ist nur ein Haufen Kacke. Du solltest beim Pause-Cutten mal Pause machen, Zeilen hervorheben, hast du echt verzettelt. Pass mal auf, du hast da etwas Beat in deinem A Cappella-Battle. Kommst der Banz, Mike und schrei, doch du klingst dabei nur wie ein kleines Kind, das am Weinen ist. Und wir klingen wie Monster, fick dich, du Opfer. Wir schreien dich an und du legst deinen Schock an. Und du weißt nicht, was der Unterschied ist. Meine Stimme glittert, hätte sie deine Mutter gefickt. Du sagst, du hättest Favoriten mal als Gegner geschlagen. Wandel hatte keinen Bock und Gerrit fehlt in Zahn. Du heftiger Trottel, verprügelst auch Behinderte und denkst danach, du wärst ein Champion im Boxen. Niemand flott wie ich, wow, sheesh, du Rapper. Doch willst du extra abkontern, musst du den Beat verschnellern. Du erwartest für die Scheiße Lobgesänge, doch du fährst Fahrrad mit Stützrädern und sagst, ey, guck mal ohne Hände. Ich schau dich an und weiß, du bist echt ein Versager. Bist du im Bett mit Aurora, ja, dann denkst du an Lambda. Jetzt glaubt Nietzsche an Gott, was ein Haufen Quatsch. Ich zeig dem Papst deine Runde, denn er fällt vom Glauben ab. Holy shit. Zachary, du bist ein zweifelhafter Mann. Lex Alina, dabei ist bei dir das Schweinefleisch am Mann. Das ist doch Sünde, wenn die Stute kommt. Und was für Punchen, Alter, du bist ja noch dünner als der Studion. Hier sorgen Jeff und ich für heftige Stimmung. Du bist der fünfte Rad am Wagen, nenn dich Zachary Quinto. Und der Vergleich ist sogar gar nicht schlecht. Denn wenn wir beide unsere Zeit mit dir vertreiben, na, dann bleibt nur noch dein Bloody Face. Los, komm, step ans Mike und schrei. Doch du klingst dabei nur wie ein kleines Kind, das am Weinen ist. Und wir klingen wie Monster, fick dich, du Opfer. Wir schreien dich an und du legst deinem Schock an. Und du weißt nicht, was der Unterschied ist. Meine Stimme klingt, als hätte sie deine Mutter gefickt. Bei einem Thema wirst du sehr verbissen reagieren. Lines über deine Leber gehen dir ziemlich auf die Nieren. Du wirst damit sogar mit Transplantat noch genervt. Das Interessanteste an dir wird da so lange entfernt. Deine Schreie klingen gut, Props an die kranke Stimme. Kommt von jahrelanger Übung, wenn Alina dich frisst. Deine Narbe am Bauch schon vom Rektalen missbraucht. 13 Reasons why der Besen kam geradewegs raus. Hoppla.